Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist DAX-Analyse für den Mittwoch, den 9.09.2020. Und ich will ehrlich sein. Ich war gerade kurz davor, unser eines Bild rauszuholen mit diesem kleinen Mädchen, mit diesem Schreckgespenst dahinter, was hier an den Zehen knabbert. Das haben wir bisher noch nicht oft genommen, aber das hat eigentlich immer recht, naja, wie soll ich sagen, starke Signalwirkung gehabt. Also das Bild habe ich bisher zweimal verwendet und der DAX ist jeweils den Folgetag fast 300, 400 Punkte direkt in die Knie gegangen. Ich habe heute wirklich überlegt, ob ich es nehme, weil ich die Situation doch ein bisschen prekär finde, beziehungsweise riskant einfach. Das Einzige, was mich wirklich davon abgehalten hat, ist, dass ich doch gemerkt habe, dass viel zu viele zu geil und auch zu übermütig schon auf der Short-Seite wieder wären. Ich meine, klar, die können auch Glück haben und richtig liegen. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass die sogar vielleicht noch reingehen, aber oft ist es einfach auch ein kleines, naja, kontraindikatives Signal, wenn zu viele plötzlich den dann weiter fallen sehen wollen, ne? Und was macht er dann? Geht er am nächsten Tag erstmal in den Rebound rein halt, ne? Läuft dann eine Marke zurück, wo dann alle schon wieder denken, ach Gott, dann hat sich das unten erledigt und jetzt steigt er nur noch und genau dort dreht er dann um und macht unten weiter, wenn er die Leute eben nicht mehr dabei hat. Das ist der Grund, warum ich jetzt zu dem Bild greife. Es ist auch Soll auch ein bisschen signalisieren, dass er echt die Scheiße brennt, einfach mal. Also, da ist so viel Druck drauf, da ist so viel Feuer, das ist so eine Show. Ja, da wirst du selbst vom Zugucken glücklich, auch, also, wenn man jetzt nicht gerade Long-Only positioniert, also wird man da auch, wenn man wirklich passiv daneben steht und vielleicht gar nichts drin hat, wird man echt vom Zugucken glücklich, weil das schon Bewegungen sind, die einen Trader, nicht einen Investor, aber die einen Trader einfach erfreuen halt, ne? Also wenn man sieht, wie der hier hoch und runter geschlagen wird, wie schwach die sich zeigen, wie einzelne Werte, wie auch eine Tesla 20% nach unten klatscht, wie die einen Gap-Preis von 15% und da keiner kauft das Ding. Ich verstehe, also das heute, ich saß davor, ich habe es gar nicht verstanden. Wollten alle immer haben das Ding oben bei 500. Wie viele haben mich gefragt, ob sie das kaufen können und wollen? Und jetzt macht die hier so, ich sag mal, attraktivere Großregionen als ja 500. Sind ja fast 40% jetzt tiefer oder 35 oder irgendwie so in dem Dreh. Und plötzlich kauft keiner mehr das Zeug. Also verstehe ich ein bisschen die Welt nicht halt. Aber das kann sich auch schnell widerlegen und sollte da jetzt nicht zu euphorisch werden für eine Seite. Ich denke schon, wir haben sehr gute Karten auf der Unterseite. Wir haben das Risiko auch eindeutig auf der Unterseite. Und ich würde ihm den Raum auch echt geben. Also ich könnte mir das sogar vorstellen, dass wir per Abwärtsgap hier jetzt in den Trigger reinspringen und hier unten weiterlaufen. Sie sehen es, der wurde da nicht angefasst, hat kurz davor gebremst gehabt. Ne? Das war hier so die 850, also das alte Gap. Da haben wir gesagt, wenn er da noch tiefer geht, dann wird er wahrscheinlich gar nicht an der 750 Halt machen, sondern auf diese verlängerte Achse von diesen Linien hier stoßen. Wir können die mal mit reinzeichnen, dann kriegen sie vielleicht ein bisschen Gefühl dafür, wo die genau liegt. Man müsste es ja eigentlich hier ansetzen halt, ne? Oder hier, aber das funktioniert nicht, das sieht mistig aus. Wir müssen sie wirklich hier hinten ziehen. Ich denke aber schon, unabhängig jetzt von diesem Winkel, dass er irgendwo da in dem Bereich halt schon nochmal reagieren kann, ne? Also wenn er es hinkriegt, 640 wäre dann hier eine recht kräftige Unterstützung oder eben tiefer. Aber das ist die Unterseite. Dafür muss er halt auch drunter, und dafür muss er unter die 850. Sollte er das nicht machen und sollte sich hier jetzt nur einen Spaß erlauben, die Leute verarschen. Also übrigens, wenn er dann das Niveau nicht hält, 12.500 und 12.390 dann die Richtung. Wenn er das jetzt aber nicht hält und hochkommt, Freunde, dann würde er so eine ABC wahrscheinlich machen. Das heißt, er wird diese Bewegungswelle, die er hier gehabt hat, einfach nochmal nach oben replizieren. Das kann mit einem Aufwärtsgap eingeleitet werden. Ja, also das heißt, unser DAX ist extrem schwach gerade. Die Amerikaner sind extrem schwach. Das sieht alles schwach aus. Das spricht alles für fallende Kurse. Wenn sie die nicht kommen sehen, machen sie sich einen Zettel an den Schreibtisch oder an den Bildschirm, besser noch. Wenn der nicht fällt, dann stimmte was nicht. Und dann ist das Überraschungsmomentum auf der Oberseite. Weil hier sind ganz viele jetzt noch Short reingegangen. Hier haben ganz viele gesagt, ah, den halte ich über Nacht da, das ist doch todsicher, dass der weiterfällt und so weiter und so fort. Also so rein von dem Marktfeeling, von der Stimmungswahrnehmung, wie ich sie jetzt so wahrgenommen habe, ist das ein bisschen zu selbstverständlich für viele gewesen, dass er fällt. Also sollte er steigen, dann haut er die Leute raus halt, ne? Und dann wird er hochsteigen bis, ich sag mal, vielleicht 13,50, 13,65 nochmal.
Und dort könnte er sich überlegen, ob er gnädig ist und wieder voll wegschmiert. Oder er geht noch höher. Und wenn er noch höher geht, und da würde ich schon fast sagen, oberhalb von 1350, darf man davon dann schon ausgehen, dann macht er diese ABC. Und er orientiert sich an der Welle. Und das heißt, wir gehen in Richtung fast 250, 300 nochmal hoch halt, ne? Also die Option muss man ein wenig im Raum haben. Und die muss man auch im Blick haben und da muss man drauf achten und dann auch umschalten. Ne? Auch wenn sie den Fallen sehen wollen. Sie müssen reagieren, wenn sie sehen, er macht das nicht, was sie haben wollen halt. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig jetzt zum Mittwoch. Falls er eben nicht mitspielt. Ja, da machen sie sich einen Zettel an den Bildschirm. Sie werden nicht dran glauben. Sie werden denken, ah, der stoppt jetzt nur die ganzen Shorts aus und fällt dann. Nee, der zieht halt durch. Weil jetzt hier Futter reingekriegt hat, ne? Das ist nicht ganz so einfach gedacht. Also ich würde jetzt nicht deswegen long gehen, nur weil die Leute alle jetzt short sind. Ja, wenn der fällt, dann fällt er. Und kann zum Beispiel sein, dass die alle, dass ein Upper-Skip kommt, die schließen alle ihre Positionen, gehen alle long rein und der Markt dreht bis unten hindurch. Auch übliches Bild. Ja, aber ich würde einfach diese Stimmung jetzt nutzen für mich. Um das Überraschungsmoment zu kanalisieren. Und das ist dann oben einfach. Das heißt, wenn ein Aufwärtskopf kommt, stehen die alle im Minus und die Leute realisieren doch so ungern im Minus. Das heißt, die lassen das laufen. Und die lassen das so lange laufen, bis sie wirklich denken: Ach, Scheiße, was hast du nur für einen Mist dort gemacht? Und dort gehen die dann raus. Ne, wo sie dann glauben, dass der Markt gar nicht mehr fällt. Und das muss ja höher sein. Das muss ja. Ich weiß gar nicht, ob der Bereich überhaupt ausreicht um 13,150. Eigentlich muss es höher sein. Ja, aber das wäre zumindest ein Anfang. 13,150, hier einfach rein und dann wieder weg, sollte man auf dem Plan haben. Das muss man auf dem Plan haben. Ansonsten, ich sehe ihn da auch tiefer. Ich sitze auch da und denke mir, der fällt weiter. Ja, aber das ist eben so ein Moment, wo ich dann sage: Hey, Martin, vorsichtig am Mittwoch sein, wenn der Markt steigt. Wenn der Markt über 9.100 steigt, Vorsicht einfach. Das Überraschungsmoment geht voll nach hinten und dann hat das auch entsprechende Durchschlagskraft, weil die Leute die Verluste nicht realisieren, vielleicht sogar ausbauen, weitere Shorts reinkaufen und dann läuft der durch. Dann machen die Amerikaner ihr Gap zu letzte Woche Freitag zu und alle denken sich: Ach Mensch, Scheiße, Gap close, das war doch so einfach. Na? Warum habe ich nur die ganze Zeit da Short drin gestanden? Also da wirklich ein bisschen aufpassen. Ich persönlich würde deswegen trotzdem noch Short festhalten. Ich würde auch noch Short suchen. Wenn er aber nach oben anzieht, davon einfach abrücken. Das ist die Kernaussage. Ne? Nicht meine Analyse verstehen, dass ich sage, der Markt steigt. Ich denke, der Markt fällt. Aber ich sage ganz klar, wenn er uns kräftige grüne Kerzen reinstellt, wird das nichts. Punkt. Das ist die Aussage. Na, sehe den aber trotzdem eher hier. Ich könnte mir sogar das Abwärtsgap vorstellen. Mich stört etwas, dass die Euphorie zu groß ist auf der Unterseite. Wären jetzt hier alle long reingegangen, weil sie gesagt hätten, der steigt, ach, und das wird doch jetzt, der macht bestimmt einen Aufwärtsgap. Dann hätte ich gesagt, dann hätte ich ihnen sogar das Bild gezeigt mit diesem Mädchen, was sie an den Fingernägeln knabbert. Ja, weil dann hätte ich gesagt, dann wird das ein richtiger Katastrophetag, 400 Punkte nach unten. Jetzt wird es wahrscheinlich ein schwieriger Starter, wir gucken uns das an. Okay? Ich glaube, Sie haben verstanden, worum es mir ging. Tageschart ist wichtig, sollte man drauf gucken. Wir haben ja gestern gesagt, die Tageskerze ein bisschen mit Vorsicht genießen, einfach weil es eine Feiertagskerze war. Die Amerikaner waren nicht da. Es müssen sich zum Dienstag nur zeigen, was die davon halten und nichts, wie man sieht. Also, die hat es voll weggetreten. Damit haben wir mal die Amerikaner reinberechnet. Hier weitere rote Tageskerzen könnten hier mal auf die untere Kanalkante zulaufen. Die liegt etwa. Nicht Kanalkante, das ist eine Keilkante und die liegt etwa um 12.730. Ja, also das ist vielleicht auch so ein Ziel, was man sich unten setzen sollte, was man unten im Blick haben sollte, wenn der Markt weiter fällt. 37, das wäre so in dem Bereich hier rum. Findet hier auf der Ebene nicht viel Unterstützung, nehmen Sie es aber trotzdem mit zur Kenntnis, könnte vielleicht per Tagesschluss dann gehalten werden. Also das könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass der Markt hier runterfällt, 12.650, hier unten einmal an die Linie dran tippt, wenn denn das Abwärtsgap kommt, und dann den Tagesschluss an die 12.750 stellt. Das wäre ein denkbares Szenario, würde gut reinpassen und beide Timeframes miteinander verbinden. Ich arbeite immer mit hier einem Chart auf dem einen Zeiteinheit mit dem anderen Chart auf der anderen und ich habe für jeden Chart eine Zeiteinheit, weil ich der Meinung bin, jede Zeiteinheit gibt ihr eigenes Muster vor und manchmal passt es ineinander ganz gut. Ja, auch wenn der Tageschart zum Beispiel uns sagt, ihm ist nichts bei 6,50, ihm ist was bei 7,50 wichtig, kann es trotzdem sein, dass es genau aufeinander passt und es ist aber deswegen trotzdem wichtig, auf beiden Ebenen zu analysieren, weil wir so eben sagen können,
Auf der Ebene wird er wahrscheinlich fallen bis 6,50, 6,40 in dem Drehraum und dann wieder hochreagieren auf die 7,50, um den Tagesschluss dort zu halten. Macht er das nicht, kriegt er unten auf die Fresse, aber richtig. Ja, so, okay, damit haben wir das soweit zu. Zu den Scheinen möchte ich noch ganz kurz was sagen. Ich habe immer versucht, so ein bisschen so eine übliche Wochenrange einfach reinzunehmen als letztendlich K.O.-Grenze, damit sie natürlich auch Spaß haben mit den Scheinen, ne? Damit die vorne raus, wenn sie die ins Plus reintraden, dort auch ein bisschen Bewegung haben. Grundsätzlich ist dazu immer zu sagen, dass man dort definitiv nicht mit dem ganzen Depot rein sollte. Das sind K.O.-Scheine mit doch relativ hohen Hebel. Das heißt, dort kleinere Positionen mit einsetzen muss man eigentlich so machen, halt. Das ist nichts, womit man mit dem ganzen Depot rein sollte. Dafür sind die Stoppeinstände einfach zu knapp. Ich gehe davon aus, dass Sie das alles wissen. Sonst dürften Sie bei Ihrem Optionsscheinanbieter auch gar keine Optionsscheine handeln oder K.O.-Scheine. Die müssen ja gewisse Kriterien vorher einfach abfragen, ne, um ihnen sowas anzubieten. Und deswegen erwarte ich da schon ein bisschen ja, respektvollen Umgang mit, insbesondere um den Long mache ich mir da jetzt hier Sorgen. Wir haben jetzt hier ein K.O. bei 12,485. Ich sag mal, mit der Volatilität, die wir die letzten Tage drauf hatten, muss man schon sagen, dass der unten raus dann natürlich eng wird in dem Moment, wo die 6,50 fällt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Woche damit gehalten wird. Weil üblich wäre Mittwoch jetzt, wenn er denn das Abwärtsgap bringt, ne, denken Sie daran, Leute sind ein bisschen zu krass negativ, aber wenn er es bringt, hier unten ran, wieder zurück, 7,50 wäre denkbar, dann zum Donnerstag einmal hin und her, das wird wahrscheinlich hier auf der Ebene stattfinden, ja, und dann zum Freitag hinten rausfallen. Damit hätte der Schein eine ganz gute Chance zu überleben, aber. Hier unten mit dem Schein zu agieren, wird einfach Risiko. Dann sollte man die Positionsgröße dementsprechend auch reduzieren, weil es einfach sein kann, dass der platzen kann halt. Ne? Das ist nicht mehr viel, was dort dann fehlt. Deswegen hier einfach von mir der Hinweis, dass es dann kein Schein, um dort mit dem ganzen Depot rein zu investieren in dem Moment, wo der DAX hier unten steht, auch wenn das für Sie attraktiv wirkt, weil der Hebel zu hoch ist. So meine ich das nicht. Also die Scheine sollen Sie wirklich so nutzen oder ich würde sie so nutzen, sie sollen machen, was sie für richtig halten oder was ihnen, ich sag mal, ihr Bankberater empfiehlt. Ich persönlich würde die wirklich so nutzen, dass ich in der Schwäche diesen Short-KO kaufe, also diesen Put. Und in den Stärkephasen, also wenn der DAX zum Beispiel oben rausgeht, dann würde ich mit diesem Long-KO handeln, also mit einem Long-Produkt. Ja, aber ich würde immer versuchen, in der Stärke, also in den Aufwärtsbewegungen, mit einem K.O. für steigende Kurse zu handeln. Also mit dem, um es mal ganz, ganz konkret zu so machen, in den Aufwärtsstrecken, hier haben wir es sogar extra so schön geschrieben, ne, würde ich mit dem arbeiten, in den Abwärtsstrecken damit. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Produkt kaufe und der Markt macht überhaupt nicht das, was ich will und fällt plötzlich, dann muss ich das Produkt wieder auslösen. Ja, also so trade ich, so würde ich auch angehen. Das sind keine Sachen, wo ich sage, ewig halten und bis Jahresende liegen lassen. Dafür sind die Stoppanstände. Die sind fürs Daytrading gedacht, für das, was wir hier machen, für die Morgenanalysen, um die Strecken, um die Zonen mit zu handeln. Ja, dass man zum Beispiel einfach an so einem Niveau einfach, was weiß ich, auf die fallenden Kurse kurz setzt und das aber auch auslöst, wenn der das eben nicht mitmacht halt. Ne? Dass man wirklich punktuell sein Risiko konzentriert auf bestimmte Bereiche, die eine hohe Reaktionswahrscheinlichkeit haben. Das ist Trading. Okay, ich wollte das nur nochmal klarstellen. Weil ich mir, wie gesagt, ein bisschen Sorgen mache um den unteren, könnte ich mir vorstellen, dass der in Bedrängnis gerät, wenn wir hier unten jetzt loslegen. Ja, bitte im Hinterkopf haben, gerade viele, viele zu optimistisch. Ich habe es, glaube ich, 20 Mal erzählt. Gut, Freunde. Ja, das mach mir ein bisschen Sorgen einfach. Das sind. Wenn er das wirklich macht, was ich im Bild habe, das sind immer so Tage, da springen halt einfach viele Anfänger über die Kante. Sind dann überfordert von der Bewegung, sind völlig überrascht, sagen sich doch, das ist doch total übertrieben, das ist doch viel zu viel, der muss doch jetzt mal drehen. Und dann hacken die halt nur dagegen. Und dann hauen sie gegen eine fallende Bewegung mit einem steigenden Produkt und andersrum genauso, ne, wenn der Markt zu krass steigt und die sind ja alle short drinne. Und er steigt bis Tagesende, weil er einfach die Welle repliziert. Die war halt einfach so. Die war bestanden aus grünen Kerzen. Das würde auch so wahrscheinlich nicht anders aussehen, wenn er die repliziert halt. Ne? Und kriegen halt viele immer auf die Nase. Und da sage ich mir halt, okay, machst du lieber einfach mal 3, 4, 5 Minuten länger im Video und redest dann ein bisschen ins Gewissen, dass die Leute sich auch wirklich vor Augen halten, woran es liegt. Weil wir kriegen es immer mit. Warum die Leute das Geld verlieren oder irgendwann aufhören mit Trading, das sind immer wieder die gleichen Sachen. Und man kann ja daran was ändern. Mal ganz ehrlich, es ist nicht so schwer. Man muss bloß ein bisschen zusammenreißen und auf die richtigen Sachen achten.
Ja, klingt jetzt leicht dahergesagt, ist dann doch schwieriger in der Anwendung, aber es ist nicht schwer. Es ist einfach nur ein bisschen zusammenreißen, ein paar Mal ins Gesicht hauen, einen Zettel an den Bildschirm kleben, damit haben wir schon viel gekonnt. Wirklich. Und einfach mal die Kiste auch auszumachen, aufzuhören irgendwann halt. Ne? Das können auch viele nicht. Ja, die machen sich bis zum Mittag, machen sie sich richtig geil, holen sich gute Gewinne, dann werden sie unkonzentriert, verlieren das alles wieder und ärgern sich, dass sie nicht einfach Mittag aufgehört haben. Ja, warum nicht einfach nach gutem Tag mit guten Gewinnen mittags aufhören? Das müssen viele erst auf einem Seminar lernen halt. Ne? Das ist manchmal schade, aber es ist so offensichtlich. Und deswegen sage ich, einfach ein bisschen zusammenreißen, hier und da mal einen Zettel an den Schreibtisch machen, das hilft viel. Hilft viel. Von daher versuche ich Ihnen einfach ein bisschen ins Gewissen zu reden, dass Sie definitiv Ihren Spaß haben dürfen. Aber bitte halt ein bisschen auch die Vernunft walten lassen, damit Sie hinten raus nicht alles verlieren, okay? Freunde, jetzt fühle ich mich besser. Denke ich, ich habe Sie vielleicht ein wenig besser vorbereitet und drücke Ihnen die Daumen. Und drück auch denen natürlich die Daumen, die jetzt short reingegangen sind. Es würde mich auch freuen, wenn der fällt. Ich sag das so. Ich sehe den auch tiefer. Aber es ist halt, es klappt halt, wenn alle short reinhauen und auch das so oft, dass es dann halt einfach nicht klappt. Also wirklich in 9 von 10 Fällen klappt es dann halt nicht. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass es klappt. Und drück euch natürlich auch allen die Daumen, die noch drin sind. Okay? Das Risiko auf der Gegenseite, wenn Überraschungsmomentum aufkommt, aber bitte, bitte im Kopf behalten. Gut, haben wir 20 Mal erzählt, Sie haben es verstanden, ich mache aus und wünsche einen erfolgreichen Handelstag.